Wirtschaft in 5 Minuten. Präsentiert von der IHK Würzburg-Schweinfurt mit Brigitte Theile und Axel-Robert Müller. Hallo. Und grüß Gott. Sie haben wenig Zeit im Tagesgeschäft, das wissen wir. Daher dieser kompakte Podcast für Sie. Jetzt erfahren Sie, wie Sie erfolgreich Ihre eigene Existenz gründen, worauf Sie am besten besonders achten und warum gerade das dritte Jahr über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Außerdem, wer und was Ihnen besonders helfen kann, damit der Traum von der Selbstständigkeit wahr wird. Wir geben Ihnen hier schon einen kleinen Überblick und freuen uns dann, mit unseren Beratern der IHK Ihre ganz persönliche Idee zu vertiefen. Brigitte hat die Details für Sie. Wir machen zusammen die ersten 5 Schritte bei der Existenzgründung. Erster Schritt, der Gründercheck. Sie sind die Gründerperson? Haben ein Gründer-Startup-Team hinter sich? Gründen Sie im Nebenerwerb oder aus der Arbeitslosigkeit heraus oder wollen Sie hier gründen, kommen aber aus dem Ausland? Jede Gründung hat andere Voraussetzungen. Deswegen verlangt jedes Modell auch nach individuellen Antworten. Kompakt und intensiv vermittelt Ihnen das Grundlagenseminar »Wie mache ich mich selbstständig?« alles, was Sie wissen müssen. Anspruchsvolle Technologie-Startups finden hier schnelle Hilfe und Unterstützung. Wer aus der Arbeitslosigkeit heraus gründet, kann sich Zuschüsse sichern. Wie, zeigen wir. Und wer als Ausländer in Deutschland gründen will, bekommt bei uns Orientierung. Schritt 2. Die Geschäftsidee und Geschäftsmodellentwicklung. Entwickeln Sie ein Geschäft mit einem Modell, das andere noch nicht haben und Ihnen somit ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Oder bauen Sie auf ein bereits vorhandenes Modell auf und erweitern Sie es. Oder Sie nehmen sich ein bestehendes Modell und übertragen es auf andere Märkte. Alles ist möglich und wir helfen dabei. Schritt 3. Die Planung der Gründung. Jetzt kommt der Businessplan ins Spiel. Mit ihm stellen Sie Ihr Geschäftsmodell detailliert dar. Was genau möchten Sie eigentlich umsetzen? Mit einer intensiven Definition erklären Sie dann auch anderen, wie Ihr Unternehmen funktioniert. Hier spielen die Zahlen eine Rolle. Ihre Planung sagt Ihnen, ob das Geschäft sich rechnet. Schritt 4. Umsetzung und Wachstum. Die Geschäftsidee ist ausgereift, der Businessplan als Planungstool oder Finanzierungsgrundlage steht, dann kann es losgehen. Wir haben Hilfestellungen und Informationen zu den wichtigsten Formalitäten, Verträgen, rechtlichen sowie steuerrechtlichen Aspekten. Das Geschäft läuft, doch wie wird das Wachstum finanziert und wie werden Sie international erfolgreich? Auch bei diesen Fragen stehen wir eng an Ihrer Seite. Finanzierung und Förderung. Ein Teil des Kapitals für Ihren Start können Sie nicht aus der eigenen Tasche zahlen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich auf Bankgespräche vorbereiten. Für Existenzgründer gibt es auch öffentliche Darlehen von der LFA oder KfW Bank. Besuchen Sie unseren Finanzierungssprechtag. Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung ist die Beteiligungsfinanzierung, das heißt Teilhaber steuern Beteiligungskapital bei. Immer beliebter wird auch das Crowdfunding. Über eine Internetplattform wird Geld gesammelt. Für besonders innovative Unternehmen im Hightech-Bereich gibt es hier spezielle Förderprogramme und Innovationsgutscheine. Gründer, die aus der Arbeitslosigkeit herauskommen und Arbeitslosengeld beziehen, können unter Umständen einen 6-monatigen Existenzgründungszuschuss von der Agentur für Arbeit erhalten. Wer Geld braucht, um Berater und Coaches zu bezahlen, nutzt Vorgründungscoachings oder das BAFA-Programm zur Förderung unternehmerischen Know-hows. Businessplan, der Textteil. Die Neugründung eines Unternehmens steht und fällt mit einem guten Businessplan. Der besteht aus einem Text und einem Finanzteil. Aber was muss eigentlich in den Textteil hinein? Was müssen Sie sich zu Beginn überlegen, um zur Gründung dann wirklich an alles gedacht zu haben? Wir haben die wichtigen 10 zusammengefasst. Die Geschäftsidee? Ein Profil der Gründerperson oder des Teams, eine Markteinschätzung, die Wettbewerbssituation, das Alleinstellungsmerkmal, die Marketingstrategie, das Personalmanagement, die Standortwahl, die Risikoanalyse und die Ziele und Perspektiven. Formulieren Sie auf den Punkt, gehen Sie aber trotzdem ins Detail, dann wird Ihr Textteil schon mal zum Erfolg. Jetzt fehlt nur noch Businessplan, der Finanzteil. Wir kommen zum Herzstück des Businessplans. Im Finanzteil muss klar aufgeschlüsselt sein, wie hoch ist der Kapitalbedarf in der Gründungsphase und vor allem, wie soll der finanziert werden. Um das zu klären, braucht es einen Kapitalbedarfsplan. Der besteht aus lang-, mittel- und kurzfristigen Investitionen, laufenden Kosten in der Anlaufphase und Gründungskosten. Außerdem ist zu erklären, mit welchen Umsätzen und Kosten in den nächsten 3 Jahren zu rechnen ist.
Daraus ergibt sich die Rentabilität in diesem Zeitraum. Im Finanzteil darf auch ein Liquiditätsplan nicht fehlen. Der gesamte Finanzteil ist auf die nächsten 3 Jahre ausgelegt, denn oft ist das dritte Jahr das verflixte Jahr. Endlich gibt es im zweiten Jahr erste Gewinne, schon müssen im dritten Jahr Gewerbe- und Einkommensteuer rückwirkend gezahlt werden. Dazu kommen Steuervorauszahlungen und oft beginnen jetzt auch noch die Tilgungsraten für die Existenzdarlehen. Wir wollen, dass Sie gut in Ihre Unternehmen starten und sind Ihr Partner an Ihrer Seite. Im Netz auf www.würzburg.ihk.de und auch immer persönlich, nah und kompetent. Dankeschön, Brigitte. Jetzt wissen Sie, was zu tun ist. Wir wünschen Ihnen allen jetzt gute Geschäfte. Teilen Sie diesen Podcast gerne mit Ihren Kollegen. Die sind sicher auch dankbar, dass Sie sich ab sofort bequem nebenbei informieren können über alles, was wichtig ist, ohne dass es zusätzlich Zeit kostet. Ihr Informationsvorsprung in der Region. Der Podcast der IHK Würzburg-Schweinfurt. Wir verbinden Menschen und Wirtschaft in Mainfranken.